Hallo und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asse. Und in der letzten Folge, da gab es schon ein Schlachtflugzeug, die IL-2 Stummerweg, und auch heute wieder ist ein Schlachtflugzeug bzw. ein Sturzkampfbomber dabei, und zwar die Junkers JU-87 Stuka, und zwar hier in der Variante D5. Ja, aber noch mehr Parallelen gibt es hier, denn hier haben wir nun auch einen Piloten, der ebenso wie auch der Pilot der letzten Folge, Wauzi-Commander bzw. Gewitterhund, in Clan Wauzi ist, und ja, es drängt sich der Verdacht auf, dass hier eine gewisse Vorliebe für Schlachtflugzeuge ist. Ja, mag sein, eines ist aber dennoch sicher: Das Flugzeug, das wir hier sehen, das ist ein typisches Trollflugzeug, und zwar ein Flugzeug, das an und für sich, so die Stuka-Serie, eher für die Bombenlast, die Sturzflugangriffe etc. bekannt ist. Ja, aber sie kann auch mit Zusatzbewaffnung, Zusatz-MGs oder Zusatz-MGs bewaffnet werden. Und genau, ja, die Zusatz-Kanonen in dem Fall hier mit in Summe 420mm Kanonen machen dieses Flugzeug von einem Sturzkampfbomber, der versucht möglichst lange zu überlegen, zu einem wahren, sage ich jetzt mal, Giftstachel in den Schlachten mit extremster Zerstörungskraft, und ich bin mir sicher, das wird uns hier auch ziemlich bald geboten werden. Man sieht ja schon, der größte Vorteil ist, man startet auf der Höhe der Bomber, vor uns bereits so eine Wellington, ja, die kann hier wenig machen, sie ist weder schneller noch wendiger, und ja, ein paar Salben hier raus und das war's dann auch für die Wellington. Wir haben hier schon bereits Abschuss Nummer 1. Ja, was mit diesen Trollflugzeugen auch hier, auf die Viewfighter wird auch schon geschossen. Auch die hat wenig Chancen, wenngleich sie hier ordentlich austeilt. Ja, bis erkannt wird, hoppala, diese Stuka hier, die hat die Zusatzbewaffnung dabei. Bis das erkannt wird, ist meistens schon massivster Schaden im gegnerischen Team zu verzeichnen. Und man sieht es auch hier, der nächste Gegner hat hier kaum eine Chance. Die Jäger hier, beziehungsweise die Spitfire und auch die Typhoon, die dürften es noch immer nicht so ganz bemerkt haben. Die Typhoon merkt es jetzt, das hat ordentlich zu Schmerzen geführt. Und die Spitfire macht hier einen wahren Anfängerfehler gegen eine Stuka. Diese Stuka versucht es hier im Head-On. Hier im Head-On, hier ist es keine Frage mehr des Glücks, sondern hier einer Stuka zu entkommen, das grenzt schon an ein Wunder, das ab und zu mal passieren kann. Allerdings fällt es unter die Kategorie äußerst selten. Ja, mittlerweile schon etliche Abschüsse. Die Stuka, man sieht es hier insbesondere auf der rechten Tragfläche, hat schon einiges eingesteckt, aber ja, sehr gezielte Schüsse, wenige Salben. Auf die Spitfire hier, man merkt hier auch, es wird hier anscheinend auch, man trifft hier auch auf unerfahrene Piloten, denn die Spitfire müsste hier einfach nur ansatzweise ihre größere Stärke ausspielen, das ist die Wendigkeit. Die Stuka kann sehr, sehr wendig sein, kurzfristig, allerdings sobald sie die Energie verloren hat, ist es meistens auch schon aus. Aber die Spitfire hier, naja, dürfte wohl das erste Mal auf eine Stuka dieser Kategorie getroffen sein. Versucht hier zu flüchten, tja, die Stuka hält relativ viel aus. Wird nun rausgenommen und nun, Vorsicht, taucht nochmal ab! Das müssen wir uns nochmal in Zeitlupe anschauen. Eine Spitfire Mark 1A versucht hier, zu entkommen. Der allerdings hier mit tödlicher Präzision trifft die Stuka. Das Heck der Spitfire zerstört. Nun, fällt es wieder nach unten. Leichte Korrektur nach unten und da fehlt nicht mehr allzu viel zwischen dem Heck der Stuka und der Spitfire. Der ging gerade nochmal gut. Aber es geht weiter. Die Stuka hier immer noch extrem angriffslustig, und das muss ich machen. Und die nächste Spitfire hier. Das Feuer wird eröffnet. Diesmal ist eine Mark 2B. Die kann hier noch entkommen, die nützt jetzt auch die Wendigkeit. Ich glaube aber dennoch, dass sie die Stuka nicht wirklich ernst nimmt. Und die Stuka kann hier nun weiter wüten. Sieht sie auch bei der Wendigkeit, die hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber immer noch äußerst brauchbar. Nur ein Boomerang, die kann immer noch. Die SM-91 schießt drauf, auf die Boomerang wird auch mal geschossen und
Nun, ja, wirklich unglücklich hätte es nicht zwingend sein müssen, die Kollision mit der Bumerang. Die Stuke ist nun getroffen. Da ist nun nichts mehr zu retten. Und ja, das war's nun auch für die Stuke. Ja, aber wer nun fleißig mitgezählt hat, der hat nun gesehen, ja, das waren nicht 1, 2 oder 3 Kills, das waren in Summe 6 Kills mit einer Stuka. Und natürlich, ja, es ist ein Trollflugzeug, aber der ist das Material noch so gut. Es braucht auch den Piloten, der es dementsprechend auch nutzen kann. Und das hat nun Damien Loll auch geschafft. Und somit sage ich herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club der Ase, Damien Loll mit seiner Stuka JU87D5. Ja, das war's nun. Eine durchaus kurze Folge, aber dennoch nicht wirklich abschlussarme Folge. Wenn sie gefallen hat, lass es mich und Damien Loll wissen. Lass mir einen Kommentar da, gerne auch ein Like. Wenn du noch nicht abonniert hast, doch gerne ein Abo, das kostet nichts und du wirst automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Hierzu bitte nicht vergessen, auch die kleine Glocke zu aktivieren. So. Das war nun diese Folge von Club der Ase. Wenn du der Meinung bist, naja, ich kann das ja besser oder zumindest genauso gut und es einfach mir und den anderen auch einmal präsentieren möchtest, dann lass mir ein Replay oder ein Video zukommen an die Adresse youtube@zebosa.com. Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Mit ein wenig Glück und auch einen ordentlich Batzen Geduld, schaffst es vielleicht auch du demnächst in dieses Format. Ich möchte mich nun bedanken und bedanke für Damien Loll für die Zusendung. Hier noch eine Anmerkung, es gab mehrere Zusendungen. Ja, er kann auch mit anderen Flugzeugen immer wieder mal einen Ass schaffen. Das war ja bei Weitem kein Zufall. Möchte mich bei ihm bedanken, möchte mich aber auch bei dir bedanken. Danke, dass du hier warst. Danke für deinen Besuch und es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.